ich repräsentiere den Karting Club Lützeburg, auch kurz KCL genannt. Ich habe einen Platz am Komitee als Member. Und wir organisieren heute all Jahr am Winter den Kart Wintercup heute zum Monat auf der Kartingspiste. Das Jahr mal das größte Sponsor Hyundai Crew, dafür hier doch nur Hyundai Kart Wintercup. Das Kurs ist meistens immer am Winter, für das Piloten auch eben die Möglichkeit tun, am Winter hier neues Material zu trainieren, für dass die neue Saison angeht. Wir wollen auch heimer, dass den Kartingsport heute in Lützburg ein bisschen mehr interessant gemacht wird. Für die Leute und so. Und wir hatten letztes Jahr unseren ersten Wintercup. Und den hat auch ein ziemlich großes Success. Und das Jahr war es noch ein bisschen mehr großes Success, durch Reise gehen. Und wir hoffen, dass wir können so weiterführen, weil das wirklich auch interessant für nur zu gucken und das immens interessant für den Pilot selber für zu führen. Moin, mein Name ist Guillaume Pereira. Ich bin in der Garage zu Dave, in der Garage Guillaume Pereira. Und da sind wir an einer Manifestation beim Kartingskurs. Und ich bin Sponsor von meinem Jungen, den Lord Senior, der für eine Kategorie von Minimen am Karting. Ich bin den Dylan Pereira. Ich bin Olivier Grotz, ich bin 13 Jahre alt und ich fahre in Akkadeen. Moin, ich bin Tom Bertel, ich fahre Minikart an am Championat, da bin ich echt gewischt, weil den anderen eigentlich gefuttert wird. Alle Informationen findet ihr auch noch auf www.kcl.lu oder die könnt ein E-Mail schicken auf info@kcl.lu. Gut, wir waren aber ganz losgefahren, da ist nur 2 Meter bei der anderen Klasse. Natürlich, ich brauche nicht schnell zu fahren, wenn die anderen so losfahren. Ja, das ist richtig gesagt. Am zweiten Marsch? Zweiten Marsch, das ist gut gegangen. Motto, ja. Ich bin nicht fortgefahren und ich bin nicht gekommen. Also, für die erste Kehre, wo ist der erste Bass? Ja. Warst du zufrieden? Ja. Heute war unser erster Lauf vom Hyundai Kart Wintercup. Als nächstes Morsche werden den 8. Dezember, den 23. Februar und den 8. März sind, wo sich auch noch können immer Leute melden, wo auch können Amateuren mit Lokationskarten fahren. Und ja, das wäre der Wert. Also das ist wirklich flott. Ich soll noch nach den Sponsoren merci an all den Leuten, die uns geholfen haben, weil sonst wäre es gar nicht möglich, das heute alles zu organisieren. Und dann auch noch ein großes Merci und Trendfahrer.